la la, tra 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 la la, der Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da. Grüezi liebe Kofen und Köfri und Kind und Kegel und wer sonst noch um ist. Sind ihr alle da? Ja! Ja, sicher! Ja! Jutti, hui! Ist das eine Freude, eine Riesenfreude, das reinste Freudenfest. Also passet mal alle Obacht. Der Kasperli spielt euch jetzt ein Stück, das heisst «Der George Gacko reist auf Afrika». In dem lustigen Kasperspiel macht mit der George Gacko. Das ist ein Kollege von mir, wisst ihr? Dann der Häuptling Krambamburi von Afrika und sein schnussig Meiteri Zuzu. Dann kommen noch vor der Tommy, ein hilfreicher Delfin, und der Leo, ein richtig fürchig, gefährlicher Leu. So, und jetzt hebt den Schnabel zu und höckelt am Boden, wenn ihr auf dem Stuhl, auf dem Sofa, auf dem Kanapee, auf dem Tisch oder auf dem Buffet keinen Platz mehr habt. Und wenn ihr dann alle still höckelt, dann fangen wir an. Kasper! Hey Kasper! Jetzt schau hier, der George Gacko. Der kommt gerade wie gewünscht. Der kann gerade mitspielen. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Was hast du denn, wenn du keine Zeit hast? Durst! Ja so, Hosenweg. Ja, dann trinken wir halt noch schnell ein Süßmöschli oder ein Sirüppli oder ein Limonade in die Blöterli, Gütterli, Mineral, Heilquelle, Fruchtsaft, Wässerli. Schon nicht. Du weißt doch, Kasper, ich trinke nur Gacko. Aha, ja, natürlich. Der George Gacko trinkt ja nur Gacko. Du solltest ja schon lange munkelibraun sein, von unten bis oben und rundum von dem ewigen Gacko-Sürpfle. Gacko ist aber auch etwas Gutes. Ich wette mal ins Gackoland auf Afrika und dort, wo Gackobäume wachsen, den ganzen Tag in Schatten hocken und Gacko sückeln. Du, George, das ist eine gackobäumige Idee. Das haut's dann. Komm, wir reisen miteinander auf Afrika. Toll, Kasper, das machen wir. Aber wie kommen wir auf Afrika? Das ist doch ganz einfach. Wir jumpeln einfach querfeld ein, bis wir ans Meer kommen. Und dann schwimmen wir im Hundeschwumm ans andere Ufer. Ja, das ist aber schaurig weit. Ja, kannst denken. Dann müssen wir jetzt Zürich noch quer durch die Stadt durch und dann sind wir schon zu Wollishofen. Und dann ist es nicht mehr weit. Nein, 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 dann ist es nur noch ein Katzensprüngli. Also gut, komm Kasper, dann hauen wir. Ja, halt, du. Proviant müssen wir doch noch haben, dass wir unterwegs nicht verhungern oder verdurstet. Prima, du, wir machen ein Picknick. Jawohl, wir machen ein Strick-Strick. Nein, ein Picknick. Ja so, ein Hickesknick. Ein Picknick. Aha, ein Blicktrick. Ist das etwas Ähnliches wie ein Zaubertrick? Nein, dumm, Kasper. Ein Picknick ist, wenn man auf einem Wiesli oder an einem Börtli abhockt, auf eine Wollendecke und Servila brötelt. Wir können doch nicht auf ein Servila hocken und eine Wollendecke brötelt. Nein, Kasper, umgekehrt. Wir hocken auf die Wollendecke und brötelt ein Servila. Ja so, aha, also Weg ist besser. Dann hol du jetzt daheim so eine wollige Wollendecke und ich hole meinen Rucksack und dann postet man noch zwei Sedu da und zwei Bürli und dann kann es losgehen. Ja, du, und ich bringe noch eine Thermosflasche mit Gacko mit. Was für eine Teemostflasche willst du mitbringen? Keine Teemostflasche. Eine Thermosflasche. Weißt du, wo alles heiß bleibt drin? Oh, ja du, da tun wir einen heißen Fleischkäse drin. Ja, blöd, Kasper. In eine Thermosflasche kann man doch nur Flüssigkeiten reinleeren. Aha, keine Dickigkeiten. Nein, nein, nur zu trinken. Eben Gacko. Also, da tu halt meinetwegen Gacko drin in deine Herrenpostflasche. Aber hau's jetzt und komm gleich wieder. Und dann reisen wir auf Afrika. Bäume, Kasper. Ciao unterdessen. Bin gerade wieder zurück. Hui! Jetzt hau ich's mit dem George Gacko ab auf Gacko-Bäume auf Afrika. Tra 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 la la, tra 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 la la, wir reisen jetzt auf Afrika und dort werden wir's lustig haben. Kasperli! Kasperli, so wart doch auch! Ich mag nicht mehr laufen! Jägerli, auch der müde Socken muss schon wieder aufs Füderi hocken. Jetzt sind wir schon 100 Stunden schumpeln, Kasper, und immer noch nicht zu Afrika. Wenn du natürlich alle zwei Schritte stehen bleibst und alle 5 Minuten eine halbe Stunde abhackst, kommen wir ewig nie zu deinen Gacko-Bäumen. Wollen wir jetzt nicht ein Picknick machen? Nein, erst wenn wir am Meer sind. Ja, aber dann müssen wir doch schwimmen. Und bevor wir Gacko schwimmen, dürfen wir doch nichts essen. Ja, bei Meich, da hast du recht. Dann machen wir halt unser Picknickli, wenn wir zu Afrika angekommen sind. Ist ja viel besser. Dann können wir dort unter einen Baum liegen und dann offen sagen, sie sollen Bananen. We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.